zum dritten Spieltag. Schottland gegen Ungarn. Mucke hat beide Mannschaften noch nicht gespielt. Ich schon. Und ich war hier bisher äußerst unerfolgreich. Mit Schottland. Ja, genau. Also bisher ist mir in Gruppe A noch kein Sieg gelungen. Mucke hat einen Sieg, ein Unentschieden, aber mit Deutschland. Und Deutschland steht ja jetzt hier nicht mehr zur Auswahl. Von daher auch für Mucke eine Premiere. Schottland übernimmt er, ich mit Ungarn am Start und ihr hoffentlich auch in der Kommentarspalte am Start. Was glaubt ihr denn, wie endet dieses FIFA-Match und die reale Begegnung? Ich muss aber dazu sagen, es ist ja turniertechnisch auch bei uns richtig, richtig spannend. Den ersten Spieltag, der ging an mich, bis auf ein Unentschieden, alles gewonnen, 4 Siege. Der zweite Spieltag auch mit 5 Spielen dabei, da hat Mucke alles gewonnen, bis auf ein Unentschieden. Es ist also punktetechnisch ausgeglichen. Und weil wir nicht wissen, wer qualifiziert sich jetzt hier wirklich dann für die Endrunden und ob wir diese Mannschaften dann eben auch haben, ja, muss man jetzt im Prinzip am dritten Spieltag so viele Punkte wie möglich holen, ne? Dass man da vorne liegt. Also von daher, ich versuche das, was mir am zweiten Spieltag wirklich abhanden gekommen ist, mehr defensive Stabilität an den Start zu bringen und offensiv zumindest die Top-Chancenverwertung, die hatte ich ja echt, die hatten mich am zweiten Spieltag so ein bisschen gerettet von der Tordifferenz, ja, die halt aufrecht zu erhalten. Also die Basics, mit den Basics will ich jetzt hier wieder mehr punkten. Ich habe ein bisschen umgestellt, ein, zwei Ideen mit eingebracht und dann gucken wir mal, ob das vielleicht auch funktioniert. Ja, was macht er jetzt? Aha, guck mal. Ja, ich merke schon, du gehst tempoloser vor. Ja, ich habe es hier und da ein bisschen analysiert. Habe ich tatsächlich einmal gemacht, mal reingeschaut, mal den ersten und zweiten Spieltag verglichen und dann mal geguckt, okay, was mache ich anders? Und ich glaube, es war ein bisschen zu überhastet. Ich versuche ein bisschen ruhiger, damit Mucke auch nicht... Willkommen im Club. Ich habe auch analysiert. Dementsprechend habe ich mir das fast gedacht, was du hier vorhast. Ja, so ist Mucke, ne? Nicht umsonst siehst du hier eine Mauer stehen. Aber so ist Mucke... Mir immer einen Schritt irgendwie voraus. Ich versuche trotzdem, ja, das Beste rauszuholen. Okay, das war schade. Ja, ach, das war noch nicht. Sehr gut, das ist eine super Idee. Oh, wichtiger Block. Das wollte ich gar nicht. Das geht auf meine Kappe. Wichtig! Also, die Schotten legen hier gut los. Und gleich mit den ersten Aktionen gefährlich. Ja, ich weiß, was du vorhast. Ich wusste es. Kommt weiter! Boah, stark gemacht. Gut dazwischen gestellt. Ja! Oh. Du bist echt immer so ein Profi, den Ball noch vor der Linie zu retten, ne? Boah, der ist ja schnell. Was ist hier los? Oh nein, oh. Ich wollte schon fast jubeln. Okay, okay, okay. Defensiv ist das noch nicht so stabil, wie ich mir das eigentlich wünsche. Mucke hätte jetzt schon führen müssen, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Das waren 3 gute Möglichkeiten. Oh, scheiße, ey. Das funktioniert ja bereits jetzt weitaus schlechter, als ich erhofft habe. Ja, die habe ich im ersten Spieltag in den Videos gelesen. Ja, Mucke hat verloren, ist aber spielerisch der Bessere. Ah, das ging ja runter wie Öl. Ja. Das sage ich dir so wie das. So. Ja, da will keiner mitgehen. Na gut. Oh, Alter. Oh, geh doch rein. Okay, okay. Aha. Ja. Das habe ich aber auch gemerkt und gelernt jetzt in den letzten Wochen. Das habe ich in FIFA 18 nämlich auch ab FIFA 18 total verkackt. Die Übersicht. Die ist mir total flöten gegangen und deswegen hast du eigentlich alle Titel dann danach im Schlaf gewonnen. Ja, reicht. Boah, ey, was? Ist ja unglaublich. Da stellt man auch einfach mal den Körper rein. Aha. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber es war gut. Ganz ehrlich, ich drücke nur Knopf. Es ist der Richtige. Es ist definitiv der Richtige. Oh, Jung, du musst mitrennen. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen.
Okay, jetzt macht er dasselbe Spielchen wie ich. Das ist gemein. Ich muss erstmal irgendwie versuchen, ein bisschen Stabilität reinzubringen. Das sieht jetzt garantiert nicht attraktiv aus, was ich hier mache, aber die Verzweiflung, die ist groß. Nein, das sollte, das war der falsche Knopf. Nein, das sollte, ich wollte sie verlagern, aber das war dann, ja, Spiel hinten, ist das okay. Jetzt spielt er wieder hinten rum. Gut. Was machst du denn da? Das war anscheinend auch eine falsche Taste. Oh Gott, ey, Leute, es tut mir leid. Aber es ist ja nicht so, dass ich mich hier nicht anstrenge. Oh, Riesenchance. Riesenchance jetzt. Gut gemacht. Ja, wohin? Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, da läuft er raus. Ist ja gar schon Halbzeit. 0-0. Ich habe noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Das sagt alles. Das sagt alles. Oh, da kommt er durch. Nein. Komm weg, ja. Oh, das wird das auch mal passieren. Eieiei, also ich, ungelogen, du bist hier deutlich besser. Ich habe keine Ahnung. Aktuell habe ich... Bei mir hängt gerade das Spiel. Das ist toll. Warte, ich nehme dir mal ab. Scheiße! Halbzeit. Na, immerhin. Es wird also bei mir, keine Ahnung, bei mir gab es gerade ein Problem. Aber jetzt geht's wieder? Jetzt geht's wieder. Okay. Oh, ich bin ja nicht so gemein und drücke halt auf den Knopf und schieße Tor. Das mache ich aber auch. Zum Glück war der Schiri auch noch da. Ja, ich habe wieder da stehen geblieben und deswegen hat er dann abgepfiffen. Das hätte er, obwohl... Denk an das letzte Spiel, zweiter Spieltag. Ich hätte nur noch einschieben müssen und die Schiedsrichterin pfeift ab. Ja. Ich stand vorm leeren Tor. So, meine Ersatzspieler machen sich warm, die ich wahrscheinlich nicht brauche. Und die sind wirklich schlecht. Eieiei, also. 0-0 zur Halbzeit hatten wir in zwei Spieltagen noch nicht. Ich habe gar nicht auf die Statistik geschaut, aber ich glaube, ich hatte wirklich keinen Torschuss. Ich habe dort nicht drauf geguckt. Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich zum Torschuss kam. Okay, ganz ruhig bleiben. Mucke, konzentrieren. Genau. Ja, da ist er schon wieder, der Mucke. Ja, da ist er. Ja, da haben wir den ersten. Da haben wir den ersten Torschuss. Da ist er doch. Jo. Oh, und der zweite, der war gefährlich. Na, immerhin. Ein bisschen was für die Statistik getan. Na, wo fliegt der? Oh, Mist! So wenig Möglichkeiten, wie ich habe, muss das denn auch eigentlich sitzen? So viel dazu, ne? Gute Chancenverwertung, die ich hatte. Der hätte jetzt einer reingemissen. La 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 la. Oh. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Gut, der Pass hätte eher kommen müssen. Durch schön. Die Beine. Schön, sieh. Ich hab die Grätschklopf vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie ich grätsche. Ja, und die vierte Möglichkeit, die sitzt. Oh, da kommen wir gut aus der Kabine. Damit habe ich gar nicht gerechnet, nachdem ich in 45 Minuten nicht einmal geschossen habe. Uiuiui. Okay, okay. So kann es dann manchmal irgendwie auch laufen. Ja, aber weiß nie. Nee. Ja, zu offen. Oh, gut. Man wollte gerade schießen. Oh, der sollte nach hinten! Mann! Also so ein Rumgewurstel auf gar keinen Fall! Alter, wo war noch mal der Grätschknopf? Ich hab ihn vergessen. Na, eben. Ach, da war womit er. Du. Ja. Ah, okay. Richtig, ne?
Da habe ich meine Karte kassiert. Oh Gott, Leute. Oh Mann, 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 Mann. Naja, du hast ihn gefunden. Oh, bleib da. Bleib da, sicher ich die anderen ab. Hä? Nein, was? Ja! Ah! Okay, okay, okay. Ja, er spielt sehr ruhig. Oh, lauf doch mal in der Mitte! Oh, ich hätte direkt schießen sollen. Ich dachte, der läuft und dass ich den nur noch einschieben muss. Oh, nee, ne? Ja, doch. Oh. Eigentor, komm, komm, gönn. Nee, nee, nee. Oh, was bist du denn heute so parteiisch, Mensch? Ei, ei, ei. Oh, Leute, geht doch mal mit nach vorne, ey. Ihr pennt. Oh, super gesehen. Ja. Ja, gut, gut, gut. Ah, scheiße, ich wollte mir den ein bisschen vorlegen. So. Das war gleich meine erste Grätsche, wo ich mal den Ball berühre. Abseits! Da pfeift der Abseits! Alter, du hast den... Oder F- ich wäre auch für Elfmeter. Oh, ey, leck mich an eine Zehe, ehrlich. Na, oh, ja, Einwurf für mich. Alter, spitz doch wohl. Also heute ist der Schiri nicht für mich. Oh, schneller spielen. Oh. Gut. Schlecht. Muss ich noch sagen. Das war einfach schlecht von mir. Mann, sowas darf nicht passieren. Warum liegt denn da einer am Boden? Komm, aufstehen. War wieder das typische Duell hier auf der Seite. Na. Oh, nein, einfach weg damit. Einfach weg damit. Meine Güte. Oh, ich habe eine Torwahrscheinlichkeit von 62%, du von 9 und es steht 1-0 für dich. Sag ich. Also Chancenverwertung war hier einfach bisher nicht gut. Aber du bist halt trotzdem gefährlicher. Super, zieh! Ja. Ja! Oh, da freue ich mich jetzt aber das erstmal richtig. Genau so einen Konter brauchten wir. Oh, super. Schade. Oh. Immerhin haben wir das kalt schnäuzig mal zu Ende gespielt. Schöner Konter, nicht verkehrt. Aber auch für die Restzeit jetzt natürlich gut, ein zweites Tor hier zu haben. Ja. Was? Ey. Alter, wie oft? Elfmeter. Alter. Ich glaub's nicht. Und ich krieg jetzt was rot. War das? Ich krieg jetzt rot. Pass auf. Ja, ist richtig so. Mucke sieht rot. Oh, ich lauf auch noch da rein. Ich wollte was ganz anderes machen. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, dafür. Hey, nimm ihn mir doch nie weg! Oh, ich hab doch nicht daneben! Oh! Ah, verdammte Scheiße!
Also ich würde mal sagen, du hättest, glaube ich, den einen... Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es kommentiert hat. Du hättest ihn, glaube ich, nicht zitieren dürfen, ne? Oh. Mucke besser, aber verloren. Oh, ich hätte nach den ersten 45 Minuten, habe ich nie damit gerechnet, dass ich jetzt hier mal wieder einen Gewinn, einen Sieg davon trage. Aber es tut gut. Es tut gut nach 5 Spielen ohne Sieg. Oh, 3 Punkte. Meine Güte, also, das wird, glaube ich, ein heftiger dritter Spieltag. Verpasst kein Match. Wir sehen uns. Bis dann.